Moin Moin zur letzten Verkettshow vor dem großen Spiel, also vor dem Super Bowl. Let's go mit eurer NFL Game Day Show der Wettbasis. Ein Fun Fact zum Super Bowl vorweg. Wusstet ihr eigentlich, dass niemand anders außer der NFL selbst den Begriff Super Bowl verwenden darf? Nein, doch. Sollte jemand anders versuchen, damit Geld zu machen, bekommt er sofort ein Abmahnungsschreiben der Liga. Seit 1969 ist der Begriff geschützt. Und ja, das musste sogar eine Kirche in Indianapolis feststellen, als sie zu einer Super Bowl Party aufgerufen hatte 2008. Oh mein Gott! Wow! Mehr Fun Facts rund um die NFL findet ihr auch auf meinem Kanal. Aber jetzt geht's hier gleich rein in die heutige Show. Und zwar mit den letzten Informationen zu Super Bowl 58, mit drei Top-Tipps zu Spielern und Sieger der Partie. Und dann habe ich noch drei Bold Predictions für euch aufgestellt. Wow! Auswertung gibt es heute natürlich keine, da auch meine drei Super Bowl-Tipps von letzter Woche erst nach dem Super Bowl ausgewertet werden können. Yeah, that's pretty true. That's true and yeah, that's true. That's true. Also, das machen wir nächste Woche. Auch Buzz of the Week habe ich heute keinen im Programm, aber auch da könnt ihr euch auf nächste Woche freuen. Da werde ich nämlich auf alle 8 neuen Coaches eingehen und meine persönliche Meinung dazu abgeben. Warum so wenig Vorspiel heute? Na klar, damit ich mehr Zeit habe für den Super Bowl, mein Game of the Week. Die Grunddaten zur Partie der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers hatte ich euch ja bereits in der Vorwoche gegeben. Allerdings hatte ich eine Sache vergessen, und zwar die musikalischen Acts während des Super Bowls. Denn auch hier gibt es einige, die sich dafür interessieren. Und nein, es wird nicht Taylor Swift sein, denn die dürfte genügend Stress haben, es überhaupt zum Super Bowl zu schaffen. I'm sorry, I'm busy opening up the Grammys and we're never getting back together. Die Nationalhymne wird von Country-Sängerin Reba McEntire performt werden, America the Beautiful von Post Malone und Lift Every Voice and Sing von Andra Day. Und dann gibt es natürlich noch die große Halftime-Show mit Usher. Doch damit jetzt auch sportlich rein in die Partie der Chiefs gegen die 49ers. Und wer gilt jetzt eigentlich als der Favorit? Good question. You are a good question. Laut Buchmachern sind das die San Francisco 49ers mit 2 bis 3 Punkten Vorsprung. Und das erscheint auf den ersten Blick auch verständlich. Denn erstens hatten sie die leicht bessere Bilanz mit 12-5 Siegen gegenüber 11-6 der Chiefs. Zweitens hatten sie die deutlich bessere Offense mit 7,1 erzielten Punkten mehr pro Partie. Und drittens haben sie wenig Verletzungssorgen, auch jetzt für den Super Bowl. Da gehen sie fast mit voller Kapelle an den Start, nachdem sie in den Vorjahren doch recht gebeutelt waren. Bei den Niners fällt für den Super Bowl tatsächlich keiner ihrer Topspieler aus. Bei den Chiefs immerhin Defensive End Charles Omenihu und auch gar Joe Tooney droht, den Super Bowl zu verpassen. No, God, please, no, no! Online habe ich einen sehr schönen Post gefunden, der einen Vergleich zieht zwischen den Teams der Chiefs und den 49ers aktuell. Und den kann ich 1:1 so unterstreichen. So sprechen für die Chiefs der bessere Quarterback, die Tight Ends, die DBs, das Special Team und die Coaches. Für San Francisco hingegen sprechen die besseren Running Backs, Wide Receiver, O-Line, D-Line und Linebacker. Doch was sagt uns das jetzt für Wetten? In meinen Augen vor allem, dass es keinen eindeutigen Favoriten gibt für die Partie. Spielen beide Teams wie in der Regular Season, dann dürften die Niners das Ding am Ende ziehen. Allerdings hatte dort auch Brock Purdy immer wieder seine Ausreißer nach unten drin. Gegen die letzte Top 5 Defense übrigens, gegen die er gespielt hat, warf er sage und schreibe 4 Interceptions. Das waren die Baltimore Ravens. Nur eine kleine Schwächephase von Brock Purdy im Spiel und die Chiefs Defense wird über ihn herfallen. Allen voran Chris Jones. Und was sagen Wettexperten zu Partien, die ungefähr 50-50 stehen? Immer mit der besseren Quote gehen. Und wenn die dann sogar noch pro Patrick Mahomes ausfällt, dann zögere ich auch nicht, einen Siegertipp abzugeben. Mein erster Tipp für heute lautet: Sieg Chiefs zu Quoten von 2,12. Mein Take ist hier klar, denn Patrick Mahomes ist in meinen Augen einfach der bessere Quarterback. Und oftmals ist das dann das entscheidende Puzzleteil. Also ich sammle Puzzles. Wie auch der letzte Super Bowl gezeigt hat. Obwohl die Chiefs über lange Strecken der Saison wirklich Probleme mit ihrer Offense und vor allem mit ihren Receivern hatten, führt Mahomes sie jetzt auf einmal wieder ganz einfach übers Feld und rechtzeitig zu den Playoffs ist jetzt auch noch Travis Kelce wieder in Form gekommen.
Eine Statistik sticht dabei hervor, denn in 10 Spielen in dieser Saison hat Patrick Mahomes mindestens 2 Passing-Touchdowns aufgelegt und ich rechne stark damit, dass ihm das auch am Wochenende wieder gelingt. Mein zweiter Tipp lautet daher, mindestens 2 Touchdowns von Mahomes zu Quoten von 1,61. Meinen dritten Tipp widme ich ebenfalls einem Spieler und zwar Christian McCaffrey, dem überragenden Running Back der NFL. Denn der hat in dieser Saison in 18 Spielen, Regular Season und Playoffs, insgesamt 25 Touchdowns erzielt. Und auch in den beiden Playoff-Spielen bislang hat er jeweils 2 erzielen können und zudem auch immer den ersten für sein Team. Dementsprechend gibt es auch nur eine Quote von 1,41 auf einen Touchdown von McCaffrey. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal eine niedrigere Quote in einem Super Bowl gesehen habe auf einen Touchdown eines Spielers. Wie die Quote jedoch sofort sprunghaft ansteigt, wenn wir darauf tippen, dass McCaffrey den ersten Touchdown erzielen wird. Und wie gesagt, die Chancen darauf stehen nicht schlecht bei seiner Touchdown-Quote. Und zudem rechne ich auch stark damit, dass die 49ers den Ball zuerst in seine Hände legen werden, um auch Brock Purdy zu Beginn ein wenig zu entlasten. Mein dritter Tipp ist somit auch gleichzeitig wieder mein Pick of the Week. Mein heutiger Pick of the Week lautet erster Touchdown McCaffrey zu überragenden Quoten von 4,50. Kommen wir wieder zu einer Zusammenfassung meiner 3 Picks von heute und zudem werde ich auch noch die 3 Super Bowl Picks von letzter Woche mit hinzunehmen, sodass wir insgesamt auf 6 Top Picks für den Super Bowl kommen. Die Chiefs können ihren Titel verteidigen. Mahomes wird dabei für mindestens 2 Touchdowns werfen. Christian McCaffrey scored den allerersten Touchdown. Bei den Gesamtpunkten werden über 47,5 Punkte erzielt. Die Chiefs knacken dabei die 23-Punkte-Marke und im ersten Viertel werden mindestens 7 Punkte erzielt. Ich habe euch ja noch 3 Bold Predictions für den Super Bowl versprochen und here we go! Here we go! Erstens, die Gatorade-Dusche für den Sieger wird rot sein, worauf ihr in den USA übrigens auch wetten könnt. Zweitens, Taylor Swift wird häufiger im TV zu sehen sein als Jason Kelce. Und drittens, wir werden einen unglaublichen Drop erleben. Das heißt, ein Spieler wird einen sehr einfachen Ball fallen lassen, worüber die Welt am Ende reden wird. Das war's dann auch mit Teil 2 meiner Super Bowl Prediction. Wir sehen uns mit Fair Catch nächste Woche noch ein letztes Mal für diese Saison, um auf den Super Bowl zurück und mögliche Tipps für die kommende Saison vorauszublicken. Ich wünsche euch einen hammermäßigen, unfucking fassbaren, mega hammer oberaffen titten geil. So. Super Bowl, euer Bomo.